Hast du deinen iPhone-Code vergessen? Wenn du auf dem Sperrbildschirm deines iPhone zu oft einen falschen Code eingibst, weist dich eine Warnmeldung darauf hin, dass dein iPhone deaktiviert ist. Wie kann man das iPhone entsperren? Keine Sorge, in diesem Video zeige ich dir 5 Lösungen, die dir helfen werden, wenn du deinen iPhone-Code vergessen hast. Mit dem neuen iOS 17 Update hat Apple eine kleine, aber sehr nützliche Funktion eingeführt. Wenn ihr euer iPhone-Passwort ändert, wird das alte nicht sofort gelöscht, sondern für einen Zeitraum von 72 Stunden gespeichert. Falls ihr den neuen Code vergessen haben solltet, könnt ihr diesen mit dem alten zurücksetzen. Gib das neue Code mehrmals falsch ein und tippe auf Code vergessen am unteren Bildschirmrand. Wähle vorherigen Code eingeben. Code zurücksetzen. Gib deinen vorherigen Code ein, um auf dieses Gerät zuzugreifen. Und einen neuen Code zu erstellen. Jetzt ist das iPhone entsperrt und alle Daten sind nicht gelöscht worden. Wie kann man das iPhone entsperren, wenn das alte Passwort vergessen wurde oder mehr als 72 Stunden vergangen sind? Wenn dein iPhone iOS 15.2 oder höher ist, zeigt das iPhone nach mehrmals falscher Passworteingabe iPhone nicht verfügbar an. Unten rechts auf dem Bildschirm findest du die Schaltfläche Code vergessen. Zurücksetzen von iPhone starten. Gebe dein Apple ID-Passwort ein. Wenn du dazu aufgefordert wirst, beginnt der Löschvorgang. Das iPhone wird dann entsperrt. Richte nun das iPhone ein. Wenn du deine Apple ID vergessen hast, kannst du dein iPhone mit der folgenden Methode entsperren. Hierfür benötigst du dann allerdings als zusätzliches Hilfsmittel das Programm 4UKEY von Tenorshare. Schließe dazu das Handy an Ihrem Computer an und starte das Programm 4UKEY. Starte dann die Funktion iOS-Bildschirm entsperren. 4UKEY wird nun im nächsten Schritt die aktuelle Firmware für das iPhone runterladen. Klicke dazu auf Herunterladen. Danach geht's mit einem Klick auf Starten zu entfernen weiter. Im folgenden Verlauf kannst du jetzt den Vorschritt des Entsperrens sehen. Das iPhone wird dann neu gestartet und der Prozess ist somit beendet. Mit einem Klick auf Fertig gelangest du wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und somit kannst du dann auch mit der Neueinrichtung des iPhones beginnen. iPhone entsperren mit iCloud. Gehe zu iCloud.com und melde dich mit der Apple ID an. Klicke dann auf Wo ist? Klicke auf iPhone löschen und fahre mit dem Löschvorgang fort. Das iPhone kann jetzt ohne Code entsperrt werden. iPhone zurücksetzen mit iTunes. Dazu verbinden Sie Ihr Handy mit dem Computer. Drücken Sie Lauter- und Leiser-Taste und lass sie schnell wieder los. Drücke die Seitentaste und halte sie gedrückt. Lass die Seitentaste los, wenn das Apple-Logo erscheint. Starten Sie dann das iTunes.
Schon nach kurzer Zeit wird iTunes erkennen, dass es mit dem iPhone ein Problem gibt, das eine Aktualisierung oder eine Wiederherstellung notwendig macht. Klicken Sie hier also auf Wiederherstellen. Und es folgt nochmal ein Hinweis, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Daten löschen wird. Mit einem Klick auf Wiederherstellen und Aktualisieren starten Sie den Vorgang. Weiter. Akzeptieren. Das iPhone wird zurückgesetzt und der Sperrcode wird entfernt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.